Ja, ich hoffe mal, taucht jetzt nicht noch so ein Wurm auf. Schwer war da jetzt nicht, auch nicht dadurch, dass noch ein paar Gegner mit dabei waren, aber... Nee, muss ich nicht haben. Ich finde, die Greifen reichen schon. Und die Viecher, die aus dem Boden kommen, die sind auch noch gut zu besiegen. So, wie sieht's aus? Ja, doch, so in diese Richtung ist schon ganz korrekt. Ne, hallo. Hat noch irgendwo einer, ne? Ja. Und noch einer. So, und was jetzt? Brücke? Oder hier so? Da so. Ich tendiere ja eher hier so lang zu gehen, aber klappt das dann auch? Nein! Obwohl außenrum vielleicht. Ja, und diesen, durch diese Oase vielleicht so durch. Dann geht das vielleicht. Wenn man da so runter kann. Ich denke mal schon. Bei Oase ist wieder so ein, sowas von wegen man kann das scheinbar nicht runter. Wenn ich jetzt aber nochmal gucke, kann man, das ist sehr gut, dass man hier, dass die Map so ein bisschen anders aussieht hier bei mir. Ach nee, hier oben bin ich ja erst. Ja, man kann außen rum gehen, ja, da, und dann, ja, wie ist denn das denn damit gemeint? Da kann ich dann wahrscheinlich nicht mehr lang. Da noch außen rum. Also das geht irgendwie, irgendwie kommt man da hin. Also ich habe es, glaube ich, damals auch mit einer Map gemacht, die ich im Internet gesucht habe. Weil, ganz ehrlich, wie zum Teufel sollte man dann das bitte schaffen, diese drei Missionen zu suchen? Ohne Anhaltspunkt. Ne? Das Ding. Kommt man da runter zur Oase? Ja, aber ich weiß nicht, ob man... Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, da hinten rum zu gehen. Weil runter zur Oase vielleicht sogar nicht so... so ganz gut ist. Man kommt da, glaube ich, aber auch hoch bei dem Boss, ne? Man kommt hier gar nicht runter, von wegen. Man kommt da irgendwie zur Oase. Man kommt hier nicht mal runter.
Ich muss hier rum. Oder muss ich hier lang? Ich kann ja mal hier lang versuchen. Da sind so viele von den Viechern hier. Mal sehen, ob wir die schaffen. Nö, das sieht aber ganz gut aus. Das schaffen wir. Ist natürlich nur noch die Frage, ob das auch wirklich der richtige Weg ist. Aber das werden wir ja gleich sehen. Sieht nichts wieder danach aus. Oh, das wäre so ein Greifi. Ist hier nicht auch irgendwo die Brücke gewesen? Ne. Ah, so ein Shit aber auch. Gut, da können wir hier nicht lang. Aber Moment, das ist doch die Oase, wo wir auch rein können. Ist das nicht klug, wenn wir in die Oase reingehen, dann da lang gehen? Hier sind wahrscheinlich, ne, hier sind nicht so viele Gegner. Und dann da hoch, dann sind wir ja auch auf der anderen Seite, oder? Boah, das wäre gar nicht mal so doof, ne? Aber ist denn die andere Seite eine Insel oder ist die andere Seite dann... Ja, das ist eine Insel. Das ist natürlich wiederum doof. Also nein, da gehen wir außen rum. Das ist... hat sich dann auch wieder erledigt. Ja gut, dann gibt es noch eine Möglichkeit und zwar zurück und dann da hinten rum. Und sonst würde ich das, sonst weiß ich das nicht. Also hier könnten wir zur Oase, glaube ich, runter, ne? Aber das bringt ja nichts. Obwohl man da so reingeht, denn ne, hier. Aber nee, da kommt man ja auch nicht mal raus. Nee, wir nehmen jetzt diesen Weg hier. Ansonsten, die Oase bleibt ja immer noch. Es kommen die ganzen Dinger da rausgenommen von unten. Nicht mit mir, meine Leute, ihr hier nicht herumgehen. Weg mit euch. Au, au. Zwölf bis 20, ich nehme immer noch einen besseren Bogen.
so eben da so lang und dann sollte man da eigentlich auch lang kommen. Ich hoffe mal und nicht, dass da hinten irgendwie noch ein Ende ist. Ansonsten ist das halt ein bisschen problematisch. Ich hoffe, da kann man lang. Sieht zumindest danach. Sieht zumindest danach aus. Ach, da ist der andere. Wundere mich schon. So. Oder ist es sinnvoll, noch hier unten lang zu. Von der Oase? Noch hier unten lang? Wenn man hier oben auch noch langlaufen kann, dann nö, nö. Dann denke ich, ist es doch gut, wenn wir hier oben langlaufen. Habe ich hier wieder so ein Pet-Gedöns. Laufen immer so richtig coole Tiere rum, ne? Und nicht mit immer verranzten Schreiter. Der war richtig krass drauf ist, ja. Ich habe meinen Schreiter so. So trainiert. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich verstehe. Okay. Das ist natürlich sehr gut. Hier geht's einfach mal nicht weiter. Ich muss ja irgendwie doch auf die andere Seite kommen. Ich muss da unten lang. Und wie mache ich das? Da unten lang? Oase? Teleporter nehmen, der da ist, oder nicht? Wahrscheinlich teleportiert er mich dann. Wo teleportiert er mich denn hin? Aber hier. Bringt ja nichts da rein. Das ist der einzige Weg dann noch. Ah, da bin ich denn da drüben und drüben ist ja die Insel. Und. Aber das ist ja irgendwie auch noch. Hier soll es ja irgendwie auch noch so rumgehen. Da hinten. Um diese mittlere Insel wahrscheinlich, aber das bringt ja auch nichts. Oder bringt das was? Das ist natürlich jetzt die. Die Frage der Fragen. Nö. Eigentlich nicht. Ja, dann versuche ich das mit dem Teleporter da unten.
Ja, und die Aufnahmesession ist zu Ende. Macht aber rein gar nichts. Sie ist jetzt hier zwar vorbei, aber ich werde dann beim nächsten Mal hier einfach wieder anfangen. Denn ich mache jetzt gleich noch eine hinten rein. Ich muss mir noch was zu essen machen. Ich habe ein bisschen Hunger. Und dann kommt die nächste. Und dann sollten wir doch mindestens einen Weg haben, wie wir dann zum Ziel kommen. Also ich werde dann den Teleporter austesten, der da ist, ne? Den werde ich ausprobieren und dann versuchen, irgendwie zum Ziel zu kommen. Und das ist dann schon die zweite Mission. Die dritte Mission müssen wir noch finden. Und ich glaube, die ist, wenn wir Richtung dieser komischen Salzwüste gehen, ich glaube, das Gebiet heißt so, oder? Salzebene gehen, glaube ich, ist es da so. Und in der Salzebene waren wir ja schon. Also, wie wir da hinkommen, ist es kein Problem. Und dann da dann eben nochmal ein bisschen was versuchen zu finden. Das dürfte jetzt auch nicht so platt sein. Und dann nach diesen drei Dingern, dann geht's reibungslos, glaube ich, weiter. Von wegen großer Missionsblock, ne? Wo ich ja mal erzählt habe. Ganz vergessen, dass man diese drei Missionen sich ja selber suchen muss. So, die werde ich jetzt noch nicht besiegen. Ich gehe jetzt mal... wie weit gehen die denn noch, bitte? Ne, die muss ich besiegen, weil die... wenn ich nämlich... die haben mich wahrscheinlich schon gesehen. Die besiege ich noch und dann... mache ich kurz eine Pause. Mal ein bisschen hier so in den Schatten. Und dann bis zum nächsten Mal.